Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Landsleute, wer nicht wirbt, der stirbt. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ein Produkt, das man nicht kennt, gibt es nicht. Liebe Kollegen, das sind so Marketingweisheiten, die Generationen an BWL-Studenten an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald beim strengen Marketingprofessor Dr. Pechtel gelernt haben. Marketing ist wichtig, um Bekanntheit zu erlangen, sein Produkt zu bewerben und sein Image zu pflegen. Das gilt nicht nur für jedes Unternehmen, das gilt natürlich selbstverständlich auch für unser Land. Um unser Land, seine Leute, seine Landschaft, seine Kultur, seine Institutionen und seine Unternehmen zu präsentieren, haben wir ein Landesmarketing, ein Kultusministerium, ein Wirtschaftsministerium und viele weitere Akteure wie den Tourismusverband, den wir ausfinanzieren. Im folgenden Antrag geht es um diverse Angelegenheiten des Landesmarketings und im weiteren Sinne des Landes in seiner Gänze in Bezug auf das Welterbeprojekt des Residenzensembles in Schwerin. Es geht darum, einfach mal Dinge anzusprechen und hier zur Geltung zu bringen, in der Hoffnung, dass sich die Landesregierung wenigstens mal damit beschäftigt. Wir als AfD wollen, dass das Land sich ein Stück weiter zukunftsorientiert und traditionsbewusst zugleich zeigt. Das bitte nicht als Kritik an der Arbeit des Landesmarketings verstehen. Vor ein paar Tagen hat die Staatskanzlei zum Beispiel die neue Umfrage zur Marke und Bekanntheit MV tut gut vorgestellt. Da sind schon gute Werte dabei in vielen Bereichen. Und freilich kann das Landesmarketing nichts dafür, wenn kein Viertel der Befragten unser Land als sehr gut oder gut bewertet bei den Fragen, ob MV ein Wirtschaftsstandort oder ein Arbeitsort ist. Daran ist natürlich die Politik selbst schuld. Das ist jetzt aber keine Zeit zum Ausruhen. Wir müssen nachlegen. Das Landesmarketing macht eine solide Figur, aber uns sind einige Dinge zu Ohren gekommen und ins Auge gestochen. Wir haben Ihnen dazu einige Vorschläge in diesem Antrag unterbreitet. Und gerade jetzt finden die Haushaltsverhandlungen in den Geschäftsbereichen der Landesregierung statt. Und wir sollten einige Verbesserungen auch einplanen. Im kommenden Haushalt sollten wir dazu auch entsprechende Mittel einbringen. Meine Fraktion hat sich einige Messen angesehen, ob Grüne Woche, Hannover Messe oder ITB. Wir haben so ziemlich alles besucht in den letzten Jahren. Leider hört man immer das Gleiche von den Messestandbetreibern. Ist zwar alles nett und man ist auch froh über die Hilfestellung, aber so richtig begeistert ist man nicht. Auch die neue Verwaltungsvorschrift zur Messestandförderung hat nicht wirklich gezündet. Die Zahl der MV-Stände auf der Hannover Messe war so gering wie noch nie. Und man hörte auch von vielen Unternehmern dort, dass der letzte Ministerpräsident, der zum Beispiel auf der Hannover Messe die MV-Stände besucht hat, das war noch Erwin Sellering. Und das ist auch so ein Zeichen für die Unternehmer dort, dass das Ganze nicht wirklich gewürdigt wird. Immer wieder zu hören, die Messestandförderung als auch die Messeausrüstung selber sei nicht mehr State of the Art, wie man heutzutage sagt. Das zum einen. Zum anderen wäre es für uns gut, wenn wir endlich mal mit starken Messeangeboten selbst auftreten hier in Mecklenburg-Vorpommern und die Welt zu uns holen. Zu Recht wurde auch in der Vergangenheit immer wieder die Nebenaußenpolitik hier kritisiert. Wir sehen das auch kritisch und statt nur irgendwelche Russlandtage oder jetzt den Baltic Sea Business Day wollen wir Zukunftsthemen bespielen und zwar für alle Bürger auf einer großen Messe und da gilt es wirklich danach zu arbeiten. MV muss jetzt so ein bisschen das Schmuddel-Image loswerden. Eine Historie voller Werftenpleiten, immer hohe Arbeitslosigkeit gehabt, niedrige Löhne und jetzt gibt es auch wieder rote Kampftage und allerlei DDR-Ostalgie mit den Linken. Nein, sowas brauchen wir nicht. Wir brauchen endlich ein modernes Image hier für MV, ein Image, dass wir was riskieren, was die anderen sich nicht trauen. Wir brauchen hier in MV eine moderne internationale Messe für alle Bürger mit Zukunftsthemen, Robotik, Digitalisierung, Energietechnik zum Beispiel, eine Messe, wo beispielsweise Unternehmen wie Sarcos Robotics aus den USA ihre Solarpanel-Konstruktionsroboter vorstellen, wo 3D-Drucker vorgestellt werden, die ganze Gebäude drucken können, wie gerade in Heidelberg das Rechenzentrum in ein paar Tagen hochgestampft wird. Eine Messe, wo Firmen wie Poralu aus Frankreich ihre B-Bot-Strandreinigungsroboter präsentieren. Und Herr Förster, Sie haben es ja gestern selber gesagt in einer Rede, wir müssen anders wahrgenommen werden als nur für Ostsee und Strandkorb. Recht haben Sie, wir müssen weg vom Strandkorb hin zum Strandreinigungsroboter, den die Touristen im Hinterkopf haben, wenn sie wieder nach Hause fahren nach dem Urlaub, und zwar der entwickelt wurde an einer Hochschule in Schwerin.
Unser Land muss endlich stärker für sich werben. Mit der neuen Regionalmarke wurde eine gute Idee unserer Fraktion aufgegriffen und etwas umgewandelt eingeführt. Das ist super. Dieses Signet natürlich aus MV finde ich persönlich klasse, hat mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe. Aber nun gilt es, dies flächendeckend einzuführen und für unser Land, vor allem in unserem Land, zu werben. Das rein digitale MV-Magazin, was ja hier gerade angesprochen wurde, ist kaum bekannt und wir brauchen das Magazin in Print, wenn wir wirklich viele Leute hier in diesem Land erreichen wollen. Sammeln Sie beispielsweise alle Unternehmen ein, die einen natürlich aus MV Signet führen und stellen Sie die Marken einfach mal vor an so ein Magazin, was Sie dann als Beilage mitgeben und schreiben Sie da dann wirklich rein. Leute, das sind unsere Marken, wer dort kauft oder bestellt, der hilft unserer Wirtschaft. Wir brauchen da klare Ansagen, um die sozusagen die regionale Wirtschaft hier zu stärken. Und in der 19. Sitzung des Wirtschaftsausschusses im August, die hatten wir gemeinsam mit dem Landesmarketing, da hatte ich es auch schon angesprochen. Wir sind auch meines Erachtens nach leider nicht mehr aktuell in den sozialen Medien. Andere Länder wie Bayern sind da deutlich weiter. Plattformen wie TikTok sind schwer im Kommen und das Land hat kein richtiges Konzept, wie wir es nutzen. Im aktuellen Magazin Der Mittelstand gibt es dazu einen klaren Beitrag von Professorin Dr. Margit Enke von der TU Freiburg. Das kurze und prägnante Bewegtbild ohne viel Schnickschnack ist extrem bedeutsam und erfolgreich bei der Nachwuchsgewinnung von Personal und fürs Marketing generell. Schauen Sie sich zum Beispiel das Bauministerium von Bayern an oder den Kanal der Berliner Polizei. Die sind da schon deutlich weiter und spielen in einer ganz anderen Liga des Marketings als der kaputtgesparte Messestand unserer Landespolizei. Das muss man wirklich mal so sagen. Da muss auch Geld hinterlegt werden und das hatten wir ja auch gefordert zu den Haushaltsverhandlungen, mehr Geld für die Nachwuchsgewinnung. Und auch die touristische Vermarktung, zum Beispiel im Salzburger Land, das läuft da alles sehr gut. Unser Kanal hier von Auf nach MV, hat kaum Klicks, wird kaum bespielt. Alle 2 Monate wird da mal so ein kleines Video hochgeladen. Das reicht nicht. Da muss endlich Aufwand reingesteckt werden und nicht ins persönliche Marketing von Frau Schwesig. Denn wir wollen ja unser Land voranbringen und nicht eine bestimmte Person. Und unser Land will Tourismusland Nummer 1 bleiben und diesen Titel verteidigen. Und wir leben hier von einem guten Image. Das touristische und kulturelle Potenzial unseres Landes wird aber nicht nur durch klassische Werbung ausgebaut. Vor allem lebt es vom Image und einer weiteren Chance auf einen Welterbetitel. Das könnte dazu helfen, unser Image weiter aufzupolieren. In einem dieser potenziellen Welterbe sitzen Sie hier gerade, meine Damen und Herren, Kollegen. Aber es reicht nicht, wenn man hier nur sitzt und denkt, dass einem alles von alleine zufällt. Damit das klappt, damit wir noch höhere Chancen haben, fordern wir hier ein, dass auch der Landtag handelt und hier in diesem Schloss Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, um dem Ausdruck zu verleihen. Wismar macht's vor. Seit 2014 gibt es das Welterbehaus, was für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Mit 10.000 Gästen pro Jahr ist es eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um das UNESCO-Welterbe. Solch ein Besucherzentrum mit interaktiver Ausstellung, mit klarem Auftrag, bildet eine zentrale Forderung auch aller Handreichungen der UNESCO. Und da sollte hier ein Zentrum möglich sein. Stellen Sie den UNESCO-Prüfern, die jetzt demnächst hier vorstellig werden, ein solches Zentrum in Aussicht. Sehr geehrte Damen und Herren, ich fasse das alles nochmal zusammen. Wir brauchen bessere Messeausrüstung und bessere Förderung für alle Standbetreiber. Wir brauchen endlich zukunftsfähige Technologisierung und wollen unsere innovativen Unternehmen global bekannt machen. Dazu bedarf es einer Messe selbst hier im Land mit Zukunftsthemen. Wir brauchen ein starkes MV-Magazin, auch in Print, um wirklich alle hier zu erreichen, was Werbung für unsere Marken macht. Wir brauchen moderne Social-Media-Formate, Facebook reicht nicht mehr, TikTok muss her und wir brauchen eine Stärkung der Welterbestätte durch einen klaren Anlaufpunkt hier im Schloss. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von David Packard, dem Mitgründer der Druckerfirma. Marketing ist viel zu wichtig, um es der Marketingabteilung zu überlassen und deshalb bin ich jetzt gespannt auf eine interessante Diskussion, wie Sie das Landesmarketing und unsere Werbung fürs Land
zukünftig gestalten wollen. Vielen Dank.